Selten zuvor ist die Stimmung am Tivoli so gut wie an diesem Abend. Nicht nur, weil das Stadion schon zum zweiten Mal in dieser Saison ausverkauft ist. Auch, weil Wacker mit den Kicker-Millionären aus Salzburg am Platz locker mithalten kann. Mit einer Ausnahme. Zwei Minuten nach Seitenwechsel ist Wacker mit den Gedanken wohl noch in der Kabine. Gonzalo Zarate nützt die Verwirrung in der Tiroler Defensive zum Führungstreffer für Salzburg. Es sollte das einzige Tor an diesem Abend bleiben. Bei der Aktion vom Tor haben wir einfach geschlafen. Ich habe auch geschlafen, bin nicht rechtzeitig zurückgekommen. Ausgeglichene Spiele werden durch ein, zwei Aktionen entschieden. Und wir haben beim Gegentor haben wir uns ungeschickt angestellt. Das wäre nicht notwendig gewesen. Der Jacke rutscht vorbei, kommt spät hin zum Bockrivac, ruckt dann zu spät raus, kaum abseits. Ja, muss ich schnell rausrucken. Das ist die Aufgabe für einen Abwehrspieler, nicht mehr auf meinen Kopf. Und 1-0 verloren, das ist Fußball. Torchancen bleiben an diesem Abend Mangelware. Vor der Pause hat Prokopitz die Möglichkeit, Wacker in Führung zu bringen. Knapp vor Schluss ist es Julius Berstaller mit der großen Chance auf den Ausgleich. Am Ende gibt's für Wacker aber die erste Heimniederlage seit 7 Monaten. Trotzdem. Wir haben eine gute Leistung geboten. Wir hätten durchaus können da unentschieden machen. Und wenn man vergleicht Salzburg mit uns, also dann wäre das für uns schon auch wieder okay gewesen. Das Match gegen Salzburg war das erste von 3 richtungsweisenden Spielen. Von der Woche der Wahrheit will man aber nichts wissen. Woche der Wahrheit, das höre ich jetzt schon 10 Runden lang. Am Anfang war Spielerwahrheit, dann immer Wahrheit. Wir müssen nichts beweisen. Wir haben schon gezeigt, dass wir in der Liga gut mitspielen können, dass wir natürlich für uns das Ziel haben, nach der Woche weiterhin im Spitzenfeld zu sein. Das ist ja ganz normal. Auch wenn man vorerst einmal die Tabellenführung los ist. Schon am kommenden Mittwoch beim Retourspiel in Salzburg hat Wacker Revanche versprochen.